23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Okay, ich hoffe, das Ding ist an. Ich glaube, ich habe das Handy noch nie benutzt, um etwas aufzunehmen. Ah, hey Dad, also wir sind alle hier in New York, in diesem Hotel, in Queens, genauer gesagt in Astoria, nahe der NQ. Rebecca besorgt gerade Batterien für irgendwas und Sean ist in seinem Zimmer. Keine Ahnung, was er macht. Du, ja, du holst uns was zu essen und ich... Tja, ich soll mich darauf vorbereiten, in ein paar Büros im Bankenviertel einzubrechen. Fühlt sich fast an wie einer deiner Trainingsdrills. 10 Jahre vergehen und dann tauchst du auf und es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Und wir fangen gleich wieder an mit den Verschwörungen und der Paranoia. Nur, dass ich dir diesmal glaube. Ich glaube jedes Wort. Mehr noch. Ich glaube, du weißt nicht einmal die Hälfte. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe, wie viel ich in wenigen Wochen gelernt habe. Alles, ehrlich. Es fühlt sich an, als hätte ich 1000 Jahre gelebt. Oder 10.000 vielleicht. Es ist unmöglich zu erklären, aber wenn man so viel von der Welt sieht, durch so viele Augen, kann man nur traurig werden. All diese unglaublichen, intelligenten Leute, die immer wieder dieselbe Schlacht schlagen und dieselben Fehler machen. Weil Kultur und Wissen und Geschichte, all diese Sachen werden nicht genetisch weitergegeben. Jedes Kind auf der Erde muss die Grundlagen von Neuem erlernen. Wie man lebt, wie man überlebt, wie man sich erhebt für die richtigen Dinge. Aber so viel geht bei dem Transfer verloren. So viel wird in jeder Generation hinzugefügt. Es ist eine Schande. Alles muss immer wieder neu erlernt werden. Ich traf Clay, Dad. Clay Kaczmarek, im Animus. Ich kannte ihn unter seinem Abstergo-Decknamen, Subjekt 16. Mein Vorgänger. Und er zeigte mir Dinge. Er gab sie mir weiter. Kurz bevor er starb. Oder gelöscht wurde, oder was auch immer. Alles, was er gelernt und was er gesehen hatte. Gott. Wie soll ich darüber reden? Also, ich schätze, du hast ihn trainiert, oder? Nachdem ich weg war. Er hat zu dir aufgesehen. Und nun, da ich dich mit seinen Augen sah, verstehe ich auch warum. Ich bin froh, dass du ihn hattest, als ich fort war. Aber was er mir gezeigt hat. Unglaubliche Sachen. Und ich hätte nie... Scheiße. Es geht gleich weiter. Okay, es ist ein paar Wochen her seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich, ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Ein Schritt runter in der Playlist.
Jedenfalls, ich sprach von Clay, Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier. Einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf, mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, habe ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann... Kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen. Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel, mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht, für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der Richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete? Oder... Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber... Am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich wohl leben. So eine Ehre. Ich bin müde. Ich melde mich später wieder. Ciao. Hey, Dad. Weißt du, es ist... komisch, ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, heraufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen.
Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast, war ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Also, das wird ganz kurz, Dad. Etwas, um euch an mich zu erinnern, wenn es schief läuft. Wenn ich heute nicht aus dem Tempel zurückkehre. Ich habe versucht, optimistisch zu sein, aber ich kann nicht. Ich glaube, so viel Zeit in Connors Erinnerung zu verbringen, hat mich ängstlich gemacht. Seine Geschichte ist auf so viele Arten schmerzhaft. Trotzdem hat er nie die Hoffnung verloren, selbst als sein Vertrauen in andere schwand. Ich kann nur glauben, dass wir das Richtige tun, dass ich diese Katastrophe aufhalten kann. Ich weiß, dass... Ich meine, die Technologie ist da, sie wartet nur auf uns. Ich bin das letzte Puzzleteil. Etwas in meinen Genen oder Erinnerungen. Ein letztes Stück Code, mit dem das alles aktiviert wird. Deshalb bin ich hier. Deshalb haben sie mich hergeführt. Nur, ich weiß nicht, was es mich kosten wird. Meine Gesundheit. Mein Leben. Es ist unmöglich zu sagen. Ich weiß nur, unser Kampf gegen die Templer wird nicht vorbei sein. Was auch immer in dem Tempel ist, ist kein Ende. Nur ein weiteres Kapitel in dieser endlosen Geschichte. Und es wird dein Job sein, und Moms, und Seans, und Rebeccas, die Seiten weiter umzublättern. Weißt du, ich muss immer an ein Zitat von Orson Welles denken. Irgendwie so, wenn du ein Happy End willst, kommt es darauf an, wo du deine Geschichte enden lässt. Und vielleicht ist das die Antwort. Vielleicht marschieren die Menschen deshalb immer weiter. Wenn da drin etwas schief läuft, Dad, wenn mir etwas zustößt und du meine Geschichte in vielen Jahren erzählst, bitte erzähl davon, wie ich von der Spur abkam und sie dann wiederfand. Gerade rechtzeitig, um die Welt zu retten. Und lass sie da enden. Dann können wir alle weiter lächeln. Leb wohl, Dad.
Louis Mom von mir. Sag ihr, ich liebe sie, okay? Sag ihr, ich liebe euch beide. Ich liebe euch beide.